Vor langer Zeit kommen erste Gruppen von Menschen in dieses waldreiche und nahezu unberührte Gebiet. Diese Menschen nennen wir Kelten. Die Region Siegerland. Im Land an der Sieg, schon vor ewiger Zeit, stiegst du empor auf das Wohlstand gedeiht. Dem Berge entrungen, mit Kraft, Ausdauer, Mut, wirst vom Erz du zu Eisen in der Hölle der Glut. Im Feuer geboren, lässt man dir keine Wahl. Formt man dich hier am Amboss von Eisen zu Stahl. Geschmiedet, geschäftet, ein Kreislauf alsbald. Wirst unverzichtbarer Helfer in Berg, Feld und Wald. Holz ist bis in heutige Tage einer der wichtigsten Rohstoffe, die die Menschheit braucht. In der Vergangenheit natürlich noch viel wichtiger. Der Unterschied zu heute ist aber, dass das Holz zu beschaffen viel schwieriger war, weil man kann eben nicht in der Vergangenheit in den Baumarkt gehen und sich eine Axt holen. Bis ja rund vor 100 Jahren war die Axt das Werkzeug zu gewinnen von Holz. Wir haben ein ganz besonderes Stück, das ist eine original keltenzeitliche Axt, die ist weit über 2000 Jahre alt. Die Kelten kommen ganz sicher nicht wegen des schönen Klimas. Wir wissen ja eher, das Siegerland ist keine Gunstregion, es ist sehr feucht, die Böden sind nicht besonders attraktiv. Aber wir haben unglaublich große Eisenerzvorkommen, sie sind oberflächennah erschließbar, es sind gute Erze. Und da trifft es auch noch hervorragend, dass wir eine Unmenge Vorrat an Holz haben, was man zur Produktion von Eisen einfach braucht. Über die Kelten im Siegerland wissen wir nichts von eigenen oder schriftlichen Quellen. Wir wissen das nur über archäologische Zeugnisse wie Funde und Fundstellen. Und viele von denen sind sehr verschliffen. Eine großartige Ausnahme ist daher die Walburg bei Netphen mit ihren über 2000 Jahre alten und sehr gut erhaltenen Befestigungsanlagen. Wir fassen zwei Besiedlungsschübe, einer ungefähr vor 2800 Jahren vor heute und dann ein sehr machtvoller Besiedlungsschub zu 2300 Jahre vor heute. Und gerade dieser zweite Besiedlungsschub, die Menschen, die dort in das Siegerland kommen, die bezeichnen wir heute als Kelten. Tatsächlich war die Wahl des richtigen Standortes für ein Experiment ein großes Problem. Wegen Rauchentwicklung und wegen Wasserproblemen ist sowas nicht im Garten zu machen, sondern wir hatten das große Glück im LWL Freilichtmuseum in Hagen dies zu tun, wo wir auch große Unterstützung hatten. Aber trotz dieser Unterstützung waren wir doch überrascht, was für einen Aufwand das bedeutet hat. Die Logistik, die Organisation der Materialien. Ständig neuen Lehm kaufen, der dann doch wieder zu wenig war. Wir haben tonnenweise Holz besorgt und ohne die große Manpower von den vielen Studierenden, vor allem von der Universität Bochum, wäre dieser Bau des Ofens überhaupt nicht möglich gewesen. Schauen wir mal, was er kann. Die gängige Meinung ist, dass man zu der Verhüttung Holzkohle genommen hat. Allerdings haben wir noch nicht einen einzigen keltischen Meiler gefunden. Alle Meiler, die wir datiert haben, sind entweder aus dem Mittelalter oder aus der Neuzeit. Deswegen müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass diese Holz benutzt haben. Und das haben wir versucht in unserem Experiment umzusetzen und haben Holz statt Holzkohle benutzt. Und woher wissen wir, wie die Öfen ausgesehen haben? Dafür machen wir Ausgrabungen. Wir sind seit 2003 immer mal wieder am Gerhard Seifen aktiv. Der Platz, der unterscheidet sich gegenüber den anderen tausenden Fundplätzen zur Eisenverarbeitung im Siegerland dadurch, dass wir hier tatsächlich den Weg des Eisens verfolgen können. Vom Erz bis hin zum schmiedbaren Stahl.
Also das ist auch ein lateinzeitlicher Ofen. Ich denke, dass der Ofen abgesoffen ist, soll heißen, der Gerhard Seifen, das tut er heute immer noch, kommt hier den Hang hinunter, überflutet hier alles bei Starkregen. Das ist uns auch passiert. Und ich denke, aufgrund dessen mussten sie den Ofen hier aufgeben und einen zweiten Weiterhang oberst aufbauen. Gut. 1082. Wir finden ja auf diesen Verhüttungsplätzen im Prinzip nur Abfall. Also das, was die Hüttenleute nicht haben wollen. Und das sind in der Regel Schlacken. Tonnen von Schlacken. Verhüttungsschlacken, Schmiedeschlacken und auch die Zwischenstadien. Diese werden von uns analysiert im Labor. Und anhand dieser Schlacken können wir feststellen, wie der Prozess vom Erz zum Eisen stattgefunden hat. Funde wie zum Beispiel eine Ofensau, die wir hier jetzt gerade sehen, werden zunächst gereinigt, dann dokumentiert. Zum Beispiel werden die Maße aufgenommen, Gewicht und dies alles in eine Datenbank eingetragen, damit man später auch statistisch auswerten kann. Wir haben hier vorne rechts den einen keltischen Ofen, hinten links den älteren, aber ebenfalls keltischen Ofen. Wir haben dazwischen auf einem Podest quasi erhöht, haben wir das mittelalterliche Hüttenareal, aber das stört jetzt, das lassen wir jetzt mal weg. Wir haben links davon benachbart das Schmiedeareal der Eisenzeit mit diesem großen Stein, der als Amboss gedient hat. Davor sehen wir die eisenzeitliche Verhüttungshalde, die später im Mittelalter durchwühlt wurde. Dadurch, dass wir so viele Leute dabei haben, die sich nur um die Analytik kümmern und um die Apparaturen, die ja permanent laufen, haben wir die Möglichkeit, quasi live zu verfolgen, wie unser Experiment verläuft und hoffen, dass wir dementsprechend dann auch regulieren und eingreifen. Ich nehme mal an, dass die erste auch 13% Ja. Ich habe jetzt einfach Striche runtergemacht. Der Ofen sah dann irgendwann nicht mehr so schön aus und trotz spektakulärer pyrotechnischer Effekte hatten wir wenig Freude. Scheiße, hier vorne brennt es ja total gut. Hier an der Seite auch. Wir versuchten den Ofen lange Zeit auf Bereich 1100, 1200 Grad Celsius zu bekommen und dadurch sind wirklich große Schäden entstanden. Der Ofen ist aufgerissen, wir mussten ständig flicken und da hat sich halt gerecht, dass wir den Ofen eben nicht wie die keltischen Hüttenleute genau richtig in den Hang gebaut haben. Wir haben völlig unterschätzt, welcher Druck von innen auf diesen Ofen entsteht. In unserem Experiment hatten wir ja zwei Beschickungsphasen gehabt und die erste war ein totaler Misserfolg. Ich habe jetzt mal das Temperaturdiagramm mitgebracht. Darauf kann man erkennen, was eigentlich passiert ist. Jede Farbe entspricht einem Temperaturfühler und zwar sieht man ja hier, wie grisselig die Kurvenverläufe sind. Das kam daher, dass wir permanent Holz hinzugegeben haben, weil jedes Mal, wenn man Holz zutut, geht ja die Temperatur nach unten. Auch den optimalen Temperaturbereich hier in Gelb dargestellt, wurde fast gar nicht erreicht und eigentlich auch nur mit einem Temperaturfühler. Wir hatten ja am ersten Tag mit Gebläse gearbeitet und wir haben eigentlich nichts geschafft, außer das Holz zur Asche verbrannt. Ja, dann waren wir natürlich enttäuscht, weil das nicht funktioniert hatte, sind dann um 3 Uhr ins Bett. Und was passiert dann, während wir schlafen? Schlafen, schlafen. Und woher wissen wir, wo wir graben müssen? Dafür machen wir Prospektionen. Wenn wir Fundstellen suchen, waten wir durch die Bäche. Wir finden dort Schlacken.
im besten Falle die Schlacken halten in den Böschungen, in den benachbarten Arealen. Wir beschreiben, wir dokumentieren, wir fotografieren diese Areale. Und bevor wir die ausgraben, weil Ausgrabung ist aufwendig, ist immer eine Zerstörung, wenden wir nicht-invasive Untersuchungsmethoden an, wie zum Beispiel die geophysikalische Prospektion. Jeder einzelne Punkt ist halt ein Messpunkt auch von dem Gerät und daraus können wir jetzt eben das Bild generieren. Hier, oh, cool, siehst du das? Ja. Hammer. Also hier unten ist unsere Podestkante dann. Ja, genau. Okay. Also guck dir das mal an. Ja. Richtig schön drin. Ne? Man sieht das auch. Über 15 Jahre archäologische Forschung haben sich definitiv gelohnt. Wir können jetzt das althergebrachte Bild quasi völlig neu beschreiben. Man hat früher immer gedacht, das ist eine relativ primitive Produktion. Und jetzt wissen wir, das ist völlig anders. Wir haben die größten Verhüttungsöfen ihrer Epoche in ganz Mitteleuropa. Wir haben große Gemeinschaften, zum Teil mit hunderten Menschen. Viele Täler sind komplett aufgesiedelt. Eine riesige Produktion an Eisen, die auch noch ganz hervorragend organisiert ist, weiträumig, in einem ganz beachtlichen Ausmaß. Ja, dann waren wir natürlich enttäuscht, weil das nicht funktioniert hatte, sind dann um 3 Uhr ins Bett. Und was passiert dann, während wir schlafen? Ups, optimale Bedingungen. Sauerstoff, Armut im Ofen und auch fast alle Temperaturfühler sind im optimalen Bereich. Was ist passiert? Nun, das Holz hat sich mittlerweile zur Holzkohle verwandelt. Das heißt, wir hatten eine richtige Glut. Also der Ofen hat sich optimal eingestellt, wo wir eben nichts gemacht haben. Kein Gebläse, kein Holz zugegeben, einfach in Ruhe gelassen. Das haben wir dann versucht weiter fortzuführen und haben wieder Holz nachgegeben. Natürlich fällt dann wieder die Temperatur zunächst, aber dann steigt sie wieder kontinuierlich an mit allen Temperaturfühlern. Und wir haben in der Zeit nichts gemacht. Kein Gebläse, kein Holz zugegeben. Das Holz hatte Zeit, zur Holzkohle zu verblühen und es ist eben nicht zur Asche verbrannt, wie wir es am Anfang hatten. Das ziehen wir schon mal raus. Den kriegen wir klein. Und zum Schluss haben wir es tatsächlich geschafft, Luppe zu produzieren. Ein Kuchen aus metallischen Eisen und Schlacke. Und weil wir hier im Freilichtmuseum in Hagen sind, können wir auch ganz einfach den letzten Verarbeitungsschritt des Rezepts durchführen. Das Ausschmieden unserer Luppe. So könnte die keltische Axt vor 2000 Jahren im Baumarkt ausgesehen haben, nur nicht in Rot. Im Land an der Sieg schafftest du Tradition. Prägst bis heute die Menschen, eine ganze Region. So ging's 2000 Jahre bergab und bergauf. Warst für die Gruben und Hütten der Pulsschlag. Glück auf! Wir durften erleben, Theorie und Praxis sind zweierlei. Das ist Forschung. Und die Anleitung für unseren Eisenofen, das Rezept, das haben wir niedergeschrieben, damit es nicht wieder in Vergessenheit gerät.
Hier drapiert der Heinz gerade sorgsam die Erze. Macht halt auch richtig. Ich denke mal, dass du das gleich abnimmst. ob ich die auch alle finde, ne? Dass du mir sagst, Heinz. Ja, aber der Witz ist ja wirklich, die liegen ja teilweise so, ne? Ja. Wenn das Laub weg wäre. Das ist so. Das ist Natur. Das kann ich dir überall zeigen.